2012 wurde das Clearfield-Produktionssystem als Innovation im Rapsanbau eingeführt. Seitdem überrascht es viele Landwirte mit deutlichen Mehrerträgen gegenüber dem Betriebsdurchschnitt. Dies hat viele Gründe, die man am besten anhand der Praxis erläutern kann. Hier auf der Ostseeinsel Fehmarn wurde Clearfield-Raps angebaut, der mit dem Herbizid Clearfield Vantiga D behandelt wurde. Daneben säte der Landwirt eine konventionelle Rapsorte aus, bei der ein herkömmliches Herbizid angewendet wurde. Schon aus der Ferne sind die Unterschiede zwischen den beiden Behandlungen gut zu erkennen. Bei der konventionell behandelten Variante sieht man deutlich, dass der Raps ins Lager gegangen ist. Dagegen zeigt sich der Clearfield-Bestand sehr homogen und frei von Lager. Dies ist auf die hervorragende Wirkung des Herbizids Clearfield Vantiga D zurückzuführen. Clearfield Vantiga D bekämpft alle wichtigen Rapsunkräuter. Neben Kamille werden insbesondere alle kreuzblütigen Unkräuter wie Rauken, Hellerkraut und Hirtentäschel wirkungsvoll erfasst. Zudem wird Ausfallraps sicher ausgeschaltet. Dadurch wachsen nur die Rapspflanzen, die ausgesät wurden, und die Bestände bleiben sortenrein. In sortenreinen Beständen reduziert der größere Abstand zwischen den Rapspflanzen die innerartliche Konkurrenz. Die Einzelpflanzen können sich so optimal entwickeln. Zudem reifen sortenreine Bestände gleichmäßig ab und sind weniger lageranfällig. Das Resultat ist eine leichtere Ernte mit erhöhter Flächenleistung. Der späte Einsatz und die gute Verträglichkeit von Clearfield Vantiga D ermöglichen eine optimale Jugendentwicklung, die sich in höheren Erträgen umsetzt. BASF, The Chemical Company.